Willkommen in der Volkshochschule Hietzing, die Bildungsinsel in Speising. Bildung beginnt immer vor der Volkshochschule bereits bei uns. Zum Beispiel hier Bienenbildung der Volkshochschule Hietzing. Wussten Sie, dass eine Bienenkönigin pro Tag 1500 Eier legt und dass für ein Kilogramm Honig 150.000 Ausflüge aus dem Bienenstock durchgeführt werden müssen? Jetzt besuchen wir die Volkshochschule. Ja, wir sind hier in der Volkshochschule Hietzing im Eingangsfoyer. Wenn Sie zu uns kommen, können Sie nicht nur Kurse buchen hier, sondern Sie können auch in unserem Café Prosa sich stärken oder Sie können unsere Fische besuchen. Wir haben in der Volkshochschule auch immer eine Reihe von Ausstellungen, auch im Café Prosa. Und wenn Sie mit unserem Haus zufrieden oder nicht so zufrieden sind, so können Sie uns ein Feedback geben mit unserem neuen System Happy or Not. Das Büro des Direktors ist gelegentlich auch ein Lagerraum, aber gleichzeitig auch eine Dokumentation all unserer Kursprogramme, denn wir lassen unsere Kursprogramme immer malen und hier sehen Sie einen Rückblick auf die letzten Jahre Kursgeschehen in der Volkshochschule. Sie sehen aber auch, dass bei uns die Morgenfitness eine gewisse Rolle spielt und die Kunst findet sich fast überall. Im großen Saal der Volkshochschule Hietzing wird nicht nur Theater gespielt, Volkstheater in den Bezirken. Hier finden jährlich die Marathonlesungen statt. Hier wird aber auch geturnt. Hier wird Klavierunterricht auf der Bühne durchgeführt. Hier werden Faschingsfeste gefeiert jede Menge Vermietungen finden hier statt. Und das ist der größte Saal, der mit einer Bestuhlung 220 Personen Platz bietet. Wir befinden uns hier im Gastgarten der Volkshochschule Hietzing und da wir ein Haus mit ungeahnten Möglichkeiten sind, haben wir hier auch das direkte Fenster zum Meer, wo Sie bei jeder Tages- und Nachtzeit einen Ausblick auf Ihre vielleicht Traumdestination haben. In Gastkarten können alle Kursbesucherinnen der Volkshochschule Hietzing frequentieren und er wird auch gerne angenommen. Wir haben zwei Stockwerke in der Volkshochschule und im Stiegenaufgang eine sehr lohnenswerte Ausstellung über Eugenie Schwarzwald, eine Schulgründerin, Reformpädagogin, die auch in den Wiener Volkshochschulen unterrichtet haben. Das heißt, mehr Zeit einzuplanen, um, wenn Sie in die Volkshochschule kommen, denn sonst versäumen Sie Ihren Kurs, weil Sie sich zu lange bei unseren Ausstellungen aufgehalten haben. Wir haben hier in der Volkshochschule eine Reihe von Bewegungsräumen. Das ist der Kursraum 2, der auch für Ballettunterricht für Kinder, aber auch für Tai Chi oder Pilates oder Atem und Bewegung verwendet wird, mit Glaswand oder auch mit zugezogenen Vorhängen.
Die Volksschule Hietzing hat einen Schwerpunkt unter anderem in Zeitgeschichte. Wir haben regelmäßig Ausstellungen, nicht nur Kunstausstellungen, sondern auch Ausstellungen zu zeitgeschichtlichen Themen. Eine Ausstellung, die wir gemeinsam mit dem österreichischen Archiv der Volksschulen entwickelt haben, ist die Ausstellung Nationalsozialismus und Volkshochschulen, wo wir zum ersten Mal die Opfer des Nationalsozialismus im Umkreis der Volkshochschulen dokumentiert haben und die hier verzeichnet sind. Das sind vor allem Vortragende, aber auch Funktionärinnen und Funktionäre der Volkshochschulen. Eine Personengruppe, die zu den Opfern zu zählen ist, sind jene Personen, die angesichts der Bedrohung durch den Nationalsozialismus Selbstmord begangen haben. Und wir haben hier jene Kursleiterinnen angeführt, auch jene Kurse, einen Ausschnitt aus den Kursen, die sie bei uns in den Volksschulen gehalten haben, die praktisch unmittelbar nach dem sogenannten Anschluss im März 1938 Selbstmord verübt haben. Und es ist uns auch gelungen, eine Reihe von Personen auch mit Fotos zu dokumentieren, nicht nur mit Dokumenten oder ihren Gräbern oder ihren Wohnhäusern, sondern auch mit Porträtfotos. Wir haben hier alle jene Personen, die deportiert wurden, das heißt, die in Konzentrationslager gebracht wurden. Es sind mehr als 80 Personen hier aufgelistet und wir haben dann auch noch erfasst jene Personen, die aus den Konzentrationslagern oder aus dem Exil zurückgekehrt sind und dann nach 1945 weiter in den Volksschulen unterrichtet haben. Auf vier Tafeln sind all jene Personen vermerkt, denen die Flucht gelungen ist. Manche mussten mehrere Länder durchqueren, um ihr endgültiges Fluchtziel, großteils Amerika oder England, zu erreichen. Also das sind hier die Personen, die in den Volksschulen unterrichtet haben und die ins Exil gegangen sind. Willkommen auf dem Dach der Volkshochschule. Wir sind hier in unserem Bienenparadies. Wir haben 14 Bienenvölker hier auf dem Dach. Wir ernten unseren eigenen Honig gemeinsam mit dem Imker der Naturpark Imkerei. Und bei uns in der Volkshochschule können Sie auch selbst lernen, was man alles wissen muss und tun muss das Jahr über, wenn man Imkerin oder Imker werden kann. Die Kurse mit praktischen und theoretischen Teil starten immer im Februar jeden Jahres. Willkommen im Bienenparadies der Volkshochschule. Die Volkshochschule Hietzing will hoch hinaus. Wir sind jetzt auf unserem Flachdach. Das ist ein Bereich, den Sie sicherlich nicht im Kurs besuchen werden und auch besuchen können. Daher bieten wir Ihnen jetzt mit diesen Bildern ein 360-Panorama über Speising und Hietzing mit unserem beleuchteten kleinen Dach, das in der Nacht auch angestrahlt wird und mit einem klaren Ausblick zum Königlberg. Also dieser Blick ist für Sie leider nur virtuell möglich. Wie wir die Tür dieser Volkshochschule gestrichen haben, haben wir ein kleines Türchen gefunden und wir haben uns die ganze Zeit überlegt,
wer ist durch dieses Türchen gegangen, und wir haben dann die Lösung gefunden, denn wir haben eine Nachricht bekommen, dass die Heinzelmenschen jahrelang durch diese Tür gehuscht sind, um uns bei unserer Arbeit zu helfen, und irgendwann im Jahr 2018 im Sommer haben sie festgestellt, wir huschen immer durch diese Tür, aber eines ist für uns klar wie ein Gebirgsbach, 12 Stunden Arbeit sind für uns einfach zu viel. Die Volkshochschule Hietzing hat auch das Glück, ein Café Prosa zu haben. Dimitri, was servierst du hier? Mittagessenmenü, Kleinigkeiten, Mehlspeisen und einen selbstgerösteten Kaffee. Mahlzeit. Mahlzeit.